Die News aus der Stadt der Niedergezeiten Iron, Inkopolis. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Und wir haben wieder ein neues Update. Es gibt nämlich eine neue Waffe? Ah ja, Trommelschwappe Neo. Hui. Werde ich natürlich gleich ausprobieren. Ich glaube, es ist für die Map sogar ein bisschen geeignet. Es wird schon funktionieren. Und es gibt sogar... es gibt keine neue Arena. Habe ich mich gerade getäuscht? Wahrscheinlich habe ich mich irgendwo auch mal verlesen. Aber die heutigen Maps sind Schollensiedlung und Pinakoitik. Oh, die geht von selbst weg. Ja, die Tinte geht zum Glück von selbst weg. Das ist schön. Weil sonst wären die ganzen Leute ziemlich angepisst. Aber trotzdem, hallo und herzlich willkommen. Habe ich schon meinen Namen gesagt? Ich wäre nämlich der Lockerzeit. Und ja, letzte Folge, da habe ich, glaube ich, ein paar Ranked Battles mit dem Eric gemacht. Und wow, die Waffe kostet viel. Aber ich habe zum Glück genügend Geld, weil Trommelschwapper Neo. Also das erste Mal, wie ich mit dem Trommelschwapper gespielt habe, war das schon cool. Und ja, die ist eben mit einem Aufkleber versehen, was ja recht nice ist, aber ja, wurscht. Detektor, ja, okay, passt. Und den Zucker haben wir auch noch dabei. Und heute haben wir auch, wie nennt man das, Herrschaft. Und ja, während mein Label jetzt nicht so geeignet ist, ist der Rest eigentlich relativ dezent, was ich gerade ausgerüstet habe. Ich hab viel zum Aufleveln heute noch. Und ja, deswegen würde ich gleich sagen, wir starten gleich das erste Spiel, eben Herrschaft, Schollensiedlung und Pinakoitik. Und genau, ich habe noch nichts über meinen Rang erzählt. Ah, wisst ihr was, das mache ich so. Ich habe noch nichts über meinen Rang erzählt, weil ihr habt wahrscheinlich letztens mitbekommen, dass ich irgendwie nicht so toll gespielt habe. Obwohl die Spiele, was sie hergezeigt haben, waren schon relativ toll, aber ja, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen versagt. Und ja, dann noch ein bisschen weitergespielt und ja, prompt wieder aufgestiegen auf A+, weil das kann ich mir nicht bieten lassen, dass ich auf A hängen bleibe. Aber nichtsdestotrotz würde ich damit sagen, willkommen in der Schollensiedlung Herrschaftsmodus. Trommelschwapper Neo ist ausgerüstet und betriebsbereit und los geht's. Okay, wer ist nochmal die... Ah ja, so groß ist die Rate, okay. Ich sollte eigentlich auf der anderen Seite gehen. Was ist? Na, zu wenig Range. Was tut der da? Oh Gott, das war nicht gut. Ich sollte einfach annehmen, dass wir jetzt die Herrschaft verlieren und ich gehe einmal die andere Richtung. Nope. Nicht gut. Ah, fuck. Nicht toll. Ah, dang. Alles verfehlt. Gegnerische Herrschaft. Na, Ziele angehalten. Ah, und jedes Mal das Ding. Da kann ich nicht vorwärts gehen. Herrschaft. Sweet. Okay, nice help. Hey, und mit dem Gegner vernichtet, komplett. Okay, die schreit dann euch, dass ich da einfirb. Dann aufload. Dann weitergehen. Ist er tot? Hey, wir führen, cool. Mein Team macht es gut, ich bin stolz auf mein Team. Oh, oh. Schnörfe. Dann da drüben vielleicht aushelfen, weil das kann jetzt leicht passieren, dass da einer vorbeikommt. Ah, fuck. Es ist sie mir nicht ausgegangen. Okay, was passiert jetzt? Ich habe zwar noch nicht viel in diesem Spiel gemacht, aber es ist das erste Spiel. Und ja, ich werde heute so eine halblange Runde machen. Jetzt nicht ultra lang, aber wird schon funktionieren. Den habe ich auch geschwächt. Kannst du ihn töten?
Nice, Herrschaft und Sieg. Okay, ihr habt wirklich nichts vollbracht in dem Spiel. Aber ja, das macht ja nichts, weil ein Sieg ist immer noch ein Sieg und das ist, was zählt bei Herrschaft. Und bei allen anderen Ranked-Modis. Und ja, wird's gehen. 0-3, das passt mir überhaupt nicht. Ich hab schlecht gespielt, wirklich. Das war nicht gut. Na gut, das gegnerische Team war ein bisschen schlechter, deswegen, ja, hat schon irgendwie funktioniert. Und ich werde nebenbei mein ganzes Gewand so aufleveln und, ja, schauen wir mal, was so weiterhin passiert. Also, bleibt dran. Okay, und damit sind wir wieder zurück in der Schollensiedlung. Nice, der letzte Kampf war in der Schollensiedlung. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade herzog oder eben gerade hergezeigt habe. Also, ist für mich alles ein Rätsel. So wie es jetzt im Moment gerade ausschaut, weil, ja, tatsächlich habe ich keinen Dunst. Ob das gerade ein Good Game war, oder ein Bad Game, oder ein Decent Game, ich habe keine Ahnung. Es war etwas. Ah, dang it. Und das ist so einer. Feind ist Perser. Auf den muss man up close and personal gehen. Okay, das merke ich mal. Feindisperser mit Nachtsichtgerät. Okay, das ist schlecht. Ah, verfehlt. Ja, okay. Nice Teamwork. Oh, ich hab ihn da killed. Was? Das war kein Kill? Jetzt auch noch war. Nice. Okay, Herrschaft ist einmal erlangt. Das ist gut. Team führt. Ah, da ist er noch. What? Wie hat der mich getötet? Und außerdem, was tut der Feind da? Was? Das ist ein guter Sprungpunkt. Der gefällt mir nicht. Ich hab ihn angeschossen. Und getaggt. Aber das hat mein Team nicht viel geholfen. Weil der Tag ist schon weg und er ist nicht gestorben. Okay, weißt du was? Ich verschwende mal ein bisschen Zeit, dass ich da hinaufgehe. Einfach weil. Okay. Ist was? Ich verteidige das mal ganz kurz. Einfach weil ich. Weil ich kann. Ich glaube, dass ich da unten einen gesehen habe. So. Taktisches. Manchmal ist wichtig. Ziel angehalten. Andere Seite. Okay. Schaut mal nicht ganz genau. Ah, schon wieder nur One für One. Okay, na, das schreit noch für einen Sprung. Und es ist. Ja, gut. Ah, oh, ich hab schon gedacht, jetzt bin ich tot oder so. Ah ja, da muss ich up close and personal. Und das wären sollte. Hinterseite. Da habe ich aber nicht gesehen. What? Der hat mich erreicht? Okay, na, kriegen wir schon einen Zum. Kriegen wir schon einen Zum. Ist das gut? Bin ich mir nicht sicher. Ist er tot? Ja, der ist tot. Ich glaube, ich habe seine Vernichtung irgendwo gesehen. Na, keine Tinte. Genau, wenn ich es brauche. Schlimmste, was passieren kann. Ist er tot? Sind alle tot? Ah, nice. Nice kill, dude. Was? Wie geht das?
Oh, Triple Kill. Oh, das war sweet. So hat sie ausgedreht. Endlich mal was Gescheites vollbringen. Das ist ja... Okay. 50 Punkte. Dieser Anfang. Oh, das war ein Kill. Oh, sowas von. Bye, bye. Ja, man killt. Die Zeit läuft aus. Das ist gut. Das ist gerade wichtig. Ah, shit. Lebt er noch? Ja, aber Ende. Alter. Die Kämpfe sind brutal irgendwie gerade im Moment. Ich kann nicht wirklich voll godlike spielen, aber ich gewinne trotzdem irgendwie. Also 9-6. Das war schon gut. 14-2 von einem Kollegen. Boah. Respekt, Respekt. Na, und ich hab noch, bin noch immer nicht dazu gekommen, dass mein Leiberl wechselt. Ich glaube, das habe ich irgendwann einmal erwähnt. Ich wollte es nach dem nächsten Verlieren machen, aber ja, das ist der nächste Kampf hintereinander, den ich gewinne. Also, ja. Dann mal weiter. Okay, und damit würde ich sagen, willkommen in der Schollensiedlung. Wieder einmal. Ja, das passt eh. Ich hab's die Wand übrigens jetzt auch gewechselt und ein... Ui, was ist das für eine komische Zusammenstellung vom Gegner? Ich weiß nicht, ob das gut ist für meinen Gegner, aber wenn's die Herrschaft mal haben, dann werden wir es wahrscheinlich schwierig zurückbekommen. Aber... Wenn es mir haben, dann werden sie es auch nicht zurückkriegen. Also, ja. Der Schnellere gewinnt. So würde ich das sagen. Oh, come on. Really? Habe jetzt echt so viel verfehlt. Was? Das waren 3 Treffer. Das gibt's nicht. Was? Ich hab nicht gekillt! Echt! Echt jetzt! Ich hab nicht gekillt! Na gut, aber wir haben die Herrschaft. Was? Oh oh! Ah gut. Fucking. Ah shit. Okay, ich hab ihn wenigstens gekillt. Das war wichtig. Wenigstens das. Kollege? Der schaut gerade so aus, als wäre ein Bedrängnis. Ein bisschen. Ha! Wir haben killed! Sweet dude! Ah, ich sehe nichts. Okay, wenigstens ist man die Position von mehreren Gegnern. Das ist schön. Na, ich kann nicht weg. Danke, Freund. Danke. Du hast mir gerade mein Leben gerettet. Nope. Nein, das lasse ich nicht zu Ende. Hopp. Nope! Komm schon, töten. Ah, gut. Unser ganzes Team ist dabei draufgegangen, aber vielleicht war es wert. Jetzt schnell handeln. Ah, gut. Okay, schnell auf. Okay, Double Kill. Ist was weit? Geh. Was? Wo? Ah, ich sehe nichts.
Schlecht. Ah, fuck. Hab ihn killed. Na. Oh Gott. Okay. Na, es geht schon noch. Der Kollege macht es gut, aber er ist gerade gestorben. Okay. Flanken. Vielleicht auch nicht. Alternativ flanken. Oho! Danke für den Free Kill. So. Er hat sich auf mich konzentriert. Falsche Antwort. Oh, ich glaube, da stehe ich gefährlich. Okay. Okay, sweet. Damit führen nur noch 9 Punkte. Hä? K.O.-Sieg? Okay. Habe jetzt nicht erwartet. Nachdem wir mit 9 Punkten nochmal die Herrschaft verloren haben. Aber ja, K.O.-Sieg. Wie bereits gesagt, die gegnerische Zusammenstellung war ein bisschen eigenartig. Und 10-4. Das war gut. Hey, der Kampf ist im Video drinnen. Das ist bis jetzt der beste Killscore, den ich gehabt habe. Ja, Tatsache. Wow. Das nimmt man mal für Angriff, die ich dazu gehabt. Dabei brauche ich nur ein kleines. Na gut, aber ja, ich würde damit sagen, ich mache gleich weiter. Also, los geht's. Okay, und da sind wir wieder zurück in der Pinakothek. Yay, okay. Den letzten Kampf habe ich gerade voll geil gewonnen. Das hat was so gut taugt. Ah, wenn ich das gleich nochmal machen könnte, dann wäre das optimal. Okay. Was kommt da? Aha, ein aggressiver. Ah, er lebt noch. Ist da drüben? Ja, da drüben. Schauen wir mal nicht. Na! Ich feuert gleich mit zu Tode. Das ist nicht gut. Dude, stirb! Der Hundling überlebt es! Und kann da durchlaufen. Ja, Tintentoleranz, okay, ja, dann geht's vielleicht. Oh. Gegnerische Herrschaft. Na, Gott dang it. Ich versuche irgendwie das schaffen, aber... nicht mit Erfolg. Oh, was ist das? Spinnt ihr eigentlich? Da stehe ich sogar safe. Oh, Herrschaft. Cool. Wow, spinnt der eigentlich? Wirklich? Und wie kommt der da durch? Ohne, dass er zumindest angeschossen wird. Ich verstehe, ja, nicht getötet. Okay, ja, das verstehe ich vielleicht ein bisschen, aber nicht angeschossen werden? Im Ernst? Gut, dass ich da geflüchtet bin, sonst wäre ich gestorben. Und Herrschaft. Yay, endlich. Keine Ahnung. Wie
Ist feindlich? Na, gut. Ist feindlich. Ja. Was? Unser ganzes Team ist gestorben. Okay, that spells doom. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, ne? Hä? Herrschaft? What the fuck? You gotta learn when to quit, man. Oh. Ah. Ah, ich habe noch was geschossen. Ah, ich triff nichts. Nicht gut. Na, you gotta learn when to quit, man. Oder fam. Nice skill. Und Herrschaft. Er probiert es jedes Mal. Er fokust mich so nieder, dass ich irgendwann hier down gehen muss. Aber for what price? For what price? I had a chuckle there. Hey, wir führen! Seit wann das? Geil! Geil! Ich weiß mein Killscore nicht, aber es ist mir egal, der Kampf ist drinnen. Holy shit! Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Hey, und wir haben zwei Trommelschwapper gehabt. Haha, cool. Na gut, 9,5. Ja, das ist sogar ein guter Killscore, da bin ich zufrieden. Ja? Bin ich zufrieden. Na? Yay! Yay! Ah, ich strecke schon wieder meine Arme gegen den Himmel. Es ist wunderschön. Es ist echt wunderschön. Aber ein paar Kämpfe haben wir heute noch übrig. Ich bin gerade bei der Zeit nicht sicher. Wir werden es gleich jetzt dazwischen noch schauen. Aber ja, ein paar Kämpfe gibt es noch. Also, bleibt's noch dran. Okay, und da sind wir noch einmal in der Pinakothek. Jetzt liebt mich irgendwie Pinakothek. Ich glaube, das dritte Mal hintereinander. Mal kurz noch schon. Ja, drittes Mal. Okay. Ja, soll mir recht sein. Also, ich habe nichts gegen die Pinakothek. Die ist eine coole Map. Definitiv. Ah, was? Braucht Tinte! Good kill! Oh oh. Flucht! Na, war wohl nix. Dafür hat er nichts damit einfärben können. Ich glaube, das war's wert. Eigentlich nicht. Aber ich will's mir gern selbst einreden, weil es wäre schade, wenn es nicht so ist. Ah, das war nix. War wohl nix. Award. Kannst du sterben? Danke. Ah, ich stirb gleich, wenn es weitergeht. Für wen ist der Zähler gerade gerannt? Für den Gegner? Echt? Schaut mal, wenn ich ganz genau auf die Punktzahl, dann passiert gleich sowas. Und ich stirb gleich. Oh Gott!
Ja, jetzt habe ich gewusst, dass ich stirb. Freunde, einfärben, nicht vergessen! Gott! So much paint! Oh, wie lebe ich das eigentlich? Ich habe keinen Dunst mehr. Es ist unmöglich. Oh, ich habe einen Killed. Es war ein vollkommener Zufall, dass ich einen Killed habe, aber... Oh, shit! Ja. Nichts zu tun hier. Einfach weitergehen. Gott dang it. Ah, das wäre da nix. Jetzt muss ich das sogar checken, ob da einer ist, was auch voll ärgerlich ist. Okay. Wenn wir es jetzt nicht einfärben, dann haben wir ein Problem. Ein derbes Problem. Was gegnerische Herrschaft schon wieder? Das gibt's ja gar nicht. Und das war zu nah. Na, ich hätte ihn angeschossen, aber. Aber scheiß. Scheiß drehende Plattform hat's blockiert. Ah. Ah, es wird wohl nichts. Da ist ein Freund gestorben. Ah, nicht hübsch. Jetzt muss ich mal aufladen, weil es ist wert, das auch nix. Was, der ist nicht gestorben dabei? Springt der eigentlich? Ah, ich hab ihn killed. Sweet, was ist das da? Oh, jetzt wäre ich fast draufgegangen. Das wäre nicht hübsch gewesen. Okay, der war wichtig. Oh Gott. Zu viele Seiten. Gegnerische Herrschaft 2310. Ah, schade. Inferno ist auch ein bisschen zu spät. Und falsch platziert. Naja. Hilft nix. Mal gewinnt mal, man verliert man. Oder wird man so schön auf Bongerisch sagt. Es gibt doch, da gewinnen. Es gibt Tag, so geht der, genau. Es gibt Tag, da verlierst. Und es gibt Tag, da gewinnen die anderen. Tja. Und ja, dieses Mal war es leider so. Ja, ich glaube, das belasse ich jetzt für heute mal als letzten Kampf. Weil ich bedanke mich somit bei euch fürs Zusehen. Und ja, ich freue mich dann auch schon auf die nächsten Kämpfe. Übrigens, ich wollte nur jetzt am Schluss was sagen. Wer übrigens jetzt mit mir Teamkämpfe oder so machen will, also so wie ich es mit Erik eben vorgezeigt habe, dann ja, alles was man dafür tun muss, ist ja mir irgendwo schreiben, also auf YouTube, auf Twitter oder auf Facebook, alles ist möglich und dann können wir das schon irgendwie arrangieren. Ich habe jetzt keine fixe Zeiten, wann ich das machen werde, will, keine Ahnung, aber ja, so hier und da habe ich schon Lust und es wäre auch cool, also mit Freunden ist immer schön. Aber ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal zu einer weiteren Runde von Splatoon Online Ranked Battles und viertens.